Die nächste Top-Partie steht an gegen Fortuna Düsseldorf. Herzlich willkommen zurück. Ja, wir stehen auf der 1, sind weiter ungeschlagen und ich hoffe, das bleibt auch gegen Fortuna Düsseldorf so. Auf jeden Fall wird es schwer genug, dass diese Serie nicht reißt. Ah, die Frische unserer Abwehr ist nicht so gerade die beste. Ja, es müsste aber so gehen, denke ich mal. Ich überlege gerade, ob ich so einem Brandy mal eine Chance gebe auf dem rechten Mittelfeld. Ich denke aber, dass ich die Mannschaft so lassen sollte, weil wir eigentlich erfolgreich genug so waren. Ja, doch, das kann man so lassen. Pamić ist aber wieder fit, das ist das Entscheidende. Und ja, Lajo kann raus. Ja, die Fitness bei den Leuten stimmt nicht immer. So, vielleicht gerade nochmal die Zentrale kurz Mails abchecken. Finn Häuser erzielt 2 Tore. Das ist natürlich sehr überraschend. Beziehungsweise es freut mich. So, Reserve hat gewonnen. A-Jugend war Topspiel gegen Augsburg. Puh. So, jetzt gehen wir aber rein in die Partie. Tex muss auf jeden Fall gegen die Fortuna. Die holen wir weg, definitiv nicht. Aber wir können das gewinnen. Düsseldorf auf jeden Fall ein harter Gegner, ein schwerer Gegner. Gute Mannschaft. Leukemia, okay, nach Bremen abgegangen, aber im FM hier. Sind sie noch alle da? Und erste Minute 1:0, Nick Proschwitz. Das ist die Antwort auf meine Unsicherheit. Proschwitz nimmt sie mir 1:0. Da gibt es nur eins. Super. Nick Proschwitz spritzt nach einer Freistoßflanke von Daniel Prosinski am 5-Meter-Eck in den Ball und spritzt. Ja, Ausgleich, ja wunderbar. Thomas Bröker, der ist uns schon in die Eier gegangen, auf die Eier gegangen letztes Jahr. Als uns da unsere Hoffnung genommen hat auf den Aufstieg bzw. auf den Relegationsplatz. Und jetzt haut uns hier wieder einen rein. Mann. Naja, 1:1, okay. Aber da ist die nächste Großchance, die wir nicht im Tor unterbringen. Schade. 20 Minuten ist ein munteres Spielchen auf jeden Fall. Rösler sieht gelb nach absichtlichem Handspiel. Weiter so, kann mich nicht beschweren. Musste auch nichts warm laufen lassen, weil es läuft eigentlich ganz gut so. Jetzt gibt es eine Ecke für Düsseldorf. Und an die Latte. Eieiei. Kruska schon wieder, ey. Er hat doch in dem letzten Spiel oder vorletzten schon mal sowas gebracht. Alter, ey. Mann. Puh. Boah, durchatmen. Nichts passiert. David Hosen, neuer Mann bei der Fortuna aus Düsseldorf im Tor. Gekommen von Alemannia Aachen. Und so ein bisschen kommen die Düsseldorfer jetzt mehr in die Partie. Das soll eigentlich nicht so sein. Björn Koppel, in dem wir auch mal interessiert waren, auch nach Düsseldorf gegangen. Oh, die Düsseldorfer haben schon gut aufgerüstet. Aber wir haben ja auch keine schlechten Transfers getan. Eiko wird uns wieder motivieren. Sein Selbstvertrauen ist im Moment noch nicht so an dem Punkt, wie ich es haben will. Der soll gutes Selbstvertrauen haben, aber das ist halt, weil er die fehlende Spielpraxis hat. So. Weiter geht es. Und jetzt können wir unsere Spieler mal zum Warmmachen schicken. Damit wir in der zweiten Halbzeit schön wechseln können. Steht 1:1. Nicht 2:1, hatte ich jetzt gehofft. Weiter so. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt aber mal. Doch, wir nehmen mal Adlung für Pamić runter. Und wir nehmen auch Proschwitz runter für Domovčiški. Für Valerij Domovčiški, doch. Und hoffe, dass uns das hier den Tick gibt, das goldene Händchen das war. Ich hoffe es einfach. Es wäre geil.
10 Minuten haben wir noch und jetzt werden wir ein letztes Mal definitiv wechseln, werden Brandy bringen. Und unser Abwehr, die ist fast am Kotzen an der Frische her. Düsseldorf mit der nächsten Chance. Pamic kann aber die Gefahr bereinigen. Der frische bzw. neue Mann. 10 Minuten noch und geht drauf. Die sollte man unter Druck setzen. So, Brandy kommt rein. Und wird's wieder ein Remis. Oder sehen wir noch einen Treffer, der hier 3 Punkte für ein Team beschert. Chance Düsseldorf Pfosten von Anthony Sauvier, wenn er ausgesprochen wird. Eieiei, Außenpfosten. Nach einer Ecke, also an der Ecke sind die Düsseldorf echt verdammt gefährlich. Und ich denke mal, es läuft auf ein Unentschieden hinaus. Oder. Nein, auch Pfosten auf unserer Seite. Jasula. Shit. Das wäre es doch gewesen. 1:1 gegen Düsseldorf. Man kann es so hinnehmen. Ist ein akzeptables Ergebnis. Doch. Haben zwar die Tabellenführung damit zwar abgegeben an Kaiserslautern. Aber sind immer noch ungeschlagen. Das ist vielleicht so das Positive, was man da rausziehen kann. Und jetzt geht's am nächsten Spieltag gegen Braunschweig. Abdou Razak Traoré wechselt zu New York Red Bulls. Alter, bin schwarz und kriege jetzt bei Red Bull ganz viel zu trinken. Nur noch auf 3. Mann. Hätte man gewinnen können, Düsseldorf hätte man aber genauso gut verlieren können. Also gibt immer 2 Seiten eine Medaille. Okay, Braunschweig ist der nächste Gegner. Die stehen auf 16. Und Alltag nach der Königsklasse. Irgendeine deutsche Mannschaft dabei, ja. Gladbach, Dortmund gewonnen. Bayern und Leverkusen jeweils unentschieden. Hauptsponsor stellt Siegprämien in Aussicht, wenn wir hier gegen Braunschweig erfolgreich sind. Gefällt mir. Spieler sind erschöpft. Oh ja. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Erholung total. Gruppe 2. Erholung ganz leicht. Hihihi. Das ist nicht gut. Aber ich denke mal, gegen Braunschweig kriegen wir das irgendwie rum, oder? Die zweite Start können wir uns gerade nicht mal angucken. Oh, wir stehen in dem Mittelfeld. Oh, passt. Mal sehen, wie sie jetzt spielen werden. Ja, Hamburg-Bremen, das gehört alle Wechselspielchen. Sie spielen jetzt 2:2 in Plauen. Oh, kann man. Ja. Hauptsache, die zweite steigt nicht ab. Ja, und wie wir gegen Braunschweig agieren werden, beziehungsweise dann 3 erholen. Das sehen wir im nächsten Part. Bis dann, liebe Freunde. Mach's gut, ciao.